Oh, was ist das? Cooler PC. Ja. Die PCs heutzutage. Es war eine stürmische Nacht und es gab kein Zeichen, dass der Regen bald aufhören würde. Es lag eine Spannung in der Luft. Und... Nein, das hört sich nicht richtig an. Erinnere dich. Drama. Sie griff nach der Kante des Balkons, mit all ihren Kraft nicht gewillt loszulassen. Sie schrie um Hilfe und sie was? Kannst du dich nicht an deine brillante Ideen erinnern? Wie wäre es mit einem Glas Wein, um die Gedanken auf Fahrt zu bringen? Ich glaube, ich weiß auch schon, wir haben hier schon mal einen Weinöffner. Es lebe die Freiheit, es lebe der Wein. Azur Garden 2000. Ach, der ist direkt hier. Perfekt. Noch einmal. Aha. Geschichte schreiben. Alles, was ich sie jetzt tun musste, war, sich auf die Zukunft zu konzentrieren. Sie wusste, es würde keine weitere Ablenkung geben. Keine weiteren Unterbrechungen. Zimmerservice. Ist da jemand? Wer ist da? Hilfe! Eine Unterbrechung mehr. Keine Unterbrechung mehr. Sie konnte ihr Herz schlagen hören. Ihr Puls raste, alles kam in diesem Moment zusammen. Dieser einzelne Atemzug würde alles verändern. Nicht schon wieder. Können die mich nicht in Ruhe lassen? Oha. Warum sind die Handtücher mit Blut? Lass mich einfach allein. Nichts machte mehr Sinn. Sie konnte nicht klar denken, sich nicht konzentrieren. Sie konnte den Rhythmus ihres eigenen Herzens nicht wahrnehmen. Jeder Versuch einer Aktion endete in Leid. Thank you for choosing the Azur Hotel. Toll. Danke, dass du es mir sagen willst. Is there anything we can get you to help you enjoy your stay? Was magst du? Lass mich verflixt nochmal allein. Es ist unmöglich, hier Ruhe und Frieden zu finden. Nein, danke, ich möchte einfach nur in Ruhe gelassen werden. Mach mal hier das einfach nett. Ein bisschen netter. I know exactly what you need. What do you mean? Was jetzt? Tja, was ist denn jetzt? Junge, die Alte, ne? Was? Ist denn? Was für ist das? Verwenden? Wo sind die Blutlaken? Das sieht komisch aus. Ein Hammer? Hm.
zum ersten Mal begannen, die Sachen Sinn zu ergeben. Alles, was sie sah, sah sie nun mit ihren eigenen Augen. Sobald sich ihre Perspektive änderte, sah sie die Welt, wie sie wirklich war. Möglichkeiten lagen hinter jeder Ecke. Oha, der barrikadiert sich. Verbarrikadiert sich, hey, warum? Ist ja nicht so, als ob das von draußen käme. Also. Kapitel 2? Was? Ich sagte es ihnen. Ich hatte sie gewarnt, wegzubleiben, mich allein zu lassen, alleine. Die Nacht war dunkel. Ruhe setzte ein. Sie konnte ihren Körper spüren. Sie konnte was genau spüren. Ich erinnere mich nicht. Ah ja, ein bisschen Wein. Wie wäre es mit einem etwas Hilfe? Wie konnte ich es nur vergessen? Es hilft mir beim Denken. Ah ja, ein bisschen Wein. Nur ein bisschen. Was? Was? Hört mit dem Lärm auf. Schlagen. Uiuiuiuiui. Das Wasser durch. Boah, hier ist ein Wein, Alter. Was ist da passiert? Wie Sachen auftauchen, das plötzlich, ne? Das ist cool gemacht. Hier ist kaputter Bär. Das müssen wir schon auch noch irgendwann aufmachen. Wie viel ist denn eigentlich heute? Das ist gerade mal. Der zweite Tag. Noch eins, dann können wir arbeiten. Hey. Ruhe, wir brauchen Ruhe. Ich sagte Ruhe. Ich hab dich ausgetrickst. Macht, dass es aufhört. Verdammte Scheiße! Das letzte versprochen. Macht, dass sie alle aufhören. Aussieht. I will never leave you. Ich werde dich niemals verlassen.
I'll be off loving you. Maybe I'm wrong, dreaming of you, dreaming the lonely night through. If it's a crime, then I'm schaue in dich hinein. Schnauze. Ich will das alles nicht hören. Was kann ich jetzt noch machen? Kann weder in die Dusche noch auf die Toilette und was sonst noch was. Eine Uhr. Die habe ich schon kaputt gemacht. Ist hier was drin? Nein. Ziemlich ein kleiner Wandschrank, ne? Na, das Licht an. Bringt aber irgendwie gar nichts. Wie kann man drei Lichtschalter im Badezimmer haben? Junge, vertreiben. Mach vor Wut die Toilette auf und zu. We will rock you. Dax, was muss ich machen? Die Bassäne kann ich aber auch nicht hier zudrehen. Das geht nicht. Das geht nicht. Hier ist zwei Sachen, die wir machen, nehmen können. Das sind die zwei. Ich kann ja noch zoomen. Stimmt ja. Was ist, kann man noch machen? Funktioniert das auch nicht. Alter, was kann ich machen? Kann man da noch mehr Schämen nehmen? Oh nein.
ich weiß nicht, ich glaube, jemand hat immer was anderes gehabt. Der hat, glaube ich, eine Schere genommen, ne? Da haben wir eine Glasscherbe, oh nein. Der will sich die Kehle aufschlitzen. Fuck. Oh shit. Ruhe und Frieden. Ruhe und Frieden. Oh mein Gott. Uiuiuiui. Alter Schwede. Und daher kamen auch die Blutlaken. Er hat sich die Kehle aufgeklitzt, weil er in Ruhe lassen wollte. Alle ihn immer auf den Sack gegangen sind. Ende Akt 1. Drei. Cooles Ende. Der Patient hatte begonnen, auf die Behandlung zu reagieren. Der Wunsch, sich auf das Buch zu konzentrieren, bietet die Möglichkeit, durch die Risse zu schlüpfen. Dennoch stoßen wir auf eine Mauer vor der Wahrheit und können so nicht fortfahren. Wir müssen einen anderen Ansatz versuchen. Dr. W. Richards. John, come back to me. Breathe and relax, John. Listen to the ticking of the clock. You're safe here. Writing the book. Isolation. Despair. It's hard to see the separation between the past and the mind. Wo sind wir hier? Ist das der Himmel? Can you answer a question for me, John? The hotel. Was that the first time you were there? Es war nur eine Geschichte, ich weiß es nicht. In that case, we must change our approach. I want to establish a common truth with you, John. Something to ground your memories. That means we need to go far into your past, as early as we can. Think back to when you were younger. Oi, oi, oi. I want you to remember when you were a child, John. Als ich noch ein Kind war. Yes, John, just like that. Wasser. Und ein Papierschiffchen. Selbst gebaut. Good, John. Der Wecker. Wenn Schulzeit war. Leave this room behind, John. Go back as far as you can. Meine Bücher. Weltkugel. Und sie da? Ah, okay, dann. Das Puzzle wird ein Schuh draus, ne? Und das ist immer noch verschlossen, wahrscheinlich. Werden wir später dann machen können. Das ist zu. Das ist auch zu. Da. Das hat man, glaube ich, abgeschlossen. Und diesmal müssten wir hier. Wo müssen wir denn hier rein? Ah, John Su. Im Alter von 8 bis 16. Dann machen wir das Kapitel doch mal. Imagine yourself in your bed. Waking up in the morning. Time to get up, John. Ich habe mich entschlossen. Schildhut, den Ursprung der geistigen Blockade des Patienten weit in seiner Vergangenheit zu suchen. Wenn es uns gelingt, eine Grundlage frei von inneren Hemmungen zu schaffen, werden wir darauf aufbauen können. Dr. W. Richards.
Ai. Ich bin Brillenträger. Ja, ich steh auf. Ui. Ziemlich leer der Raum. Oder fühlt sich der Raum auch? Was? Geh nicht. Ich habe etwas für dich. Ist der Koffer aus Siebenstein? Ein Bild. Teddy. Oh, der war zerrissen im Schrank, ne? Schönes Kamm. Ein Moonwalk, ne? Und mein Hemd. Eine Batterie. Was geht mit dem Bären ab? Den kann ich auch nichts machen. Oh! Das ist neu. Unser Bär ist unser Freund. Setze ich mich mal hin. Und mach einfach gar nichts. Toll. Wir haben hier noch ein paar Schubladen. Wir haben eine Kassette. Was auch immer da drauf ist. Die können wir hier da reinlegen. Hören wir mal. Wir haben Kreide. Wir haben ein Bild. Vom Indianerhaus. Und wir haben ein Fußballbild, wo wir Fußball drauf spielen. Und sie. Was? Es ist hier zu dunkel. Da. Noch eine Batterie. Treten. Wir haben Fußball gespielt als Kind.